Der Klassenerhalt für Hansa Rostock ist gesichert. Seit gestern steht er rein rechnerisch fest, weil nämlich die Konkurrenz gepatzt hat. Also war das heute bei Holstein Kiel nur ein Prestigeduell und man konnte mal rausfinden, wer eigentlich der Beste an der Ostsee ist. Dieser Kieler ist heute Hansas Nervtöter. Kingsley Schindler. Mit 2 Toren beendet er Rostocks Hoffnungen im Ostseeduell jäh und früh. Es ist natürlich dann wirklich vom Selbstvertrauen eine schwierige Kiste, wenn man hier nach einer Minute einen Elfmeter oder 2 Minuten einen Gegner dem Elfmeter gibt und nach 35 Minuten einen Querpass spielt, der auch noch zum Gegentor führt. Das ist nicht gut. Das Spiel ist kaum angepfiffen, da schadet sich Hansa gleich selbst. Matthias Henn, nach 2 Spielen Pause wieder in der Startelf, fault im Strafraum den Kieler Duxch. Den anschließenden Elfmeter nutzt Schindler. Sein erster Streich gegen Hansa und schon sein 11. Saisontreffer. Die Kieler haben die zweitbeste Offensive der Liga und das zeigen sie. Nur dank Glück und Marcel Schuhn im Tor liegt Hansa nicht höher zurück. Dann aber passiert es doch. Und diesmal ist die komplette Rostocker Defensive schon im Urlaubsmodus. Schindler trifft zum 2:0 und lässt Kiel mit Saisontor Nummer 12 träumen. Nach der verlorenen Relegation vor 2 Jahren stehen die Störche dicht vorm Aufstieg. Wir stehen auf jeden Fall zu Recht da oben. Und wenn wir so weitermachen, dann gehören wir auch zu Recht an die zweite Liga. Die zweite Hälfte. Komm. Marcel Schuhn appelliert, es sollte doch Wiedergutmachung geben für die Schmach vergangene Woche. Und das scheint Marcel Ziemer zu hören. Es ist viel Arbeit nötig, bis dieses Rostocker Tor fällt. Nach der Pause haben wir es dann richtig gut gemacht, sind auch, glaube ich, dann gut zurückgekommen mit dem Anschlusstreffer. Und ja, wie gesagt, ein paar Minuten mehr, dann geht es vielleicht noch unentschieden aus. Die Schlussbemühungen bleiben unbelohnt. Rostock verliert auch das 2. Duell der Saison gegen Kiel. Und das Team von der Förde steht nach 36 Jahren kurz vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Warum steigt Holstein auf? Weil wir eine geile Truppe sind und das verdient haben. Für Rostock ist die Niederlage ärgerlich, aber am Ende bedeutungslos. Der Abstieg 2 Spieltage vor Schluss kein Thema mehr.